Jo, wir sind da bei Heaven's Hope. Ja, bei Heaven's Hope. Und wir sind da mit einer Engel unterwegs, eigentlich. Wir haben da eigentlich eh schon relativ viel erreichen können. Jo, was haben wir? Eine Dürre Maus, einen Käse und Brot mit Glühwürmchen. Gut, jetzt muss ich noch kurz überlegen, wo wir hin können wieder. Bauernhof auf jeden Fall. Stube. Reden wir nochmal mit ihm. Na, was sagst du zu meinem edlen neuen Zwirn? Schau an, wie ein richtiger Edelmann. Kommt mir aber irgendwie bekannt vor. So kannst du auf jeden Fall nach Heaven's Hope rein. Vorausgesetzt, du erzählst nicht wild herum, du seist ein Engel. Alter Gott. Wie komme ich jetzt nach Heaven's Hope? Und wie komme ich jetzt in dieses Heaven's Hope? Das ist ganz einfach. Du gehst immer geradezu durch den Wald und folgst dann dem Schild. Hier, ich habe sogar eine Karte für dich. Generell kann man sich in und um Heaven's Hope eigentlich nicht verlaufen. Die ganze Stadt ist rund um den Marktplatz herum angesiedelt. Zu erkennen an dem großen Scheiterhaufen in der Mitte. Und wenn du dich doch mal verläufst, geh einfach ins Zentrum. Da stehen ganz viele Wegweiser. Oder schau auf deine Karte. Wo finde ich diesen Blumfeld? Wie finde ich denn diesen Wissenschaftler Blumfort? Das ist nicht schwer. Du musst einfach nach Heaven's Hope rein. Sein Labor ist direkt im Zentrum. Was machst du eigentlich hier? Was machst du hier eigentlich? Ackerbau und Viehzucht. Nein, ich meine hier, in diesem Teil der Erde. Du kommst doch woanders her, hast du mal gesagt. Ach so, ich komme aus Tennessee. Das ist in der neuen Welt. Naja, so neu ist sie auch nicht mehr. Aber das sagt man hier so. Ist doch schon wirklich lange her. Warum bist du denn dann hierher gekommen? Meine geliebte Frau Stacy, Gott hab sie selig. Sie kam gebürtig hier aus Großbritannien und wollte eigentlich immer wieder zurück. Und als das mit den Sklaven und so drüben immer schlimmer wurde, naja, da sind wir hierher. Deine Frau ist gestorben? Ja, kurz nachdem wir hier die Farm aufgebaut hatten, ist sie krank geworden. Aber genug von den alten, traurigen Geschichten. Okay. Ich geh dann mal. Naja, dann werden wir sie die Karte mal anschauen. Praktisch dann da. Oder hier. Okay. Das wäre mal da. Dann da. Aha. Sehr gut. Praktisch dann da. Was ist das? Ein eingeritztes Herzchen mit den Buchstaben S und B darin. Ein Baum. Irgendwie ist sein Anblick beruhigend. Ja, was nichts anderes ist. Und da eigentlich. Du hast eigentlich nur diese Bauernhof. Oh, wie schaut die Karte jetzt eigentlich aus? Aha. Aha. Ja, dann gehen wir da mal weiter.
Teil? Oh, was war das? Was? Was ist das? Oh ja, gut, da hat jetzt ein schwarzer Teufel mit einer Ziege gekämpft. Aha, was ist das eigentlich? Okay. Hm, der steht aber wackelig. Was ist das? Eine gelbe Blume. Eine gelbe Blume. Was ist das? Eine schöne exponierte Stelle am Fluss mit ausgesprochen guter Beleuchtung, die sich im Fluss spiegelt. Ein Fluss voller Wasser. Ah, da kann man nicht viel machen, ich glaube. Hallo? Scheint zu schlafen. Ja, da kann man eigentlich nicht viel machen. Heaven's Hope. Da scheint es zu dieser Stadt zu gehen. Aha, da haben wir das jetzt. Okay, dann können wir da jedes Mal schneller zurückgehen. Finde ich echt gut gemacht. Ich habe so eine Ahnung, dass es in die Richtung zu einer Mühle geht. Ist das eigentlich? Seltsames Gerät. Der Wasserpfeifer, nicht ein seltsames Gerät, du Depp, du. Ein Blatt Papier. Da steht irgendetwas drauf. Was ist denn immer eigentlich? Darf ich mal sehen? Auf gar keinen Fall. Das ist Betriebsgeheimnis. Betriebsgeheimnis. Jo. Das da hinten muss diese Stadt Heaven's Hope sein. Oh, da eigentlich. Man kann das Gotteshaus von hier aus sehen. Ziemlich hoher Turm. Ich möchte aber noch mit ihm da reden. Hallo, mein Name ist Talorel. Ich bin Karim, stets zu Diensten. Was hast du denn für einen Stand hier? Das ist ja ein interessanter Stand. Was genau verkaufst du denn? Und was riecht dir so? Der Duft des Abenteuers, Sandy. Sandelholz von der Küste Coromandel. Galbanum aus den levantischen Häfen. Drachenblut aus Kleinasien, dann Kopal, Damar und Alemi aus, außerdem marokkanische Tränen, Mastix aus Nordamerika und indische Narde aus, ja, Indien. Was kann ich für dich? Naja, was hast du denn im Angebot, mein Freund? Was hast du denn im Angebot? Schau dich um, Effendi, und falls dir etwas gefällt, gib Bescheid. Das Effendi klingt nach Indiana Jones. Die Liste dort. Diese Liste da? Was ist das denn? Das ist meine Kundenliste. Da führe ich ganz genau Buch. Wer bei mir etwas gekauft hat, wer schon bezahlt hat und wer noch nicht. Darf ich mir deine Kunden mal ausleihen oder anschauen? Oh, anschauen. Darf ich mir deine Kundenliste mal anschauen? Auf gar keinen Fall. Das ist strengstes Betriebsgeheimnis. Diskretion ist in diesem Job einfach alles.
Was hast du im Angebot? Was hast du denn im Angebot? Schau dich um, Effendi. Und falls dir etwas gefällt, gib Bescheid. Was ist das für ein Pulver? Dieses Pulver hier. Was ist das denn? Das ist Niespulver, Effendi. Die Kinder lieben es. Möchtest du vielleicht eine kleine Kostprobe davon haben? Oh ja, danke. Niespulver. Was hast du denn im Angebot? Angebot. Schau dich um, Effendi. Und falls dir etwas gefällt, gib Bescheid. Was ist denn in der Flasche mit dem Totenkopf? Was ist denn in der Flasche mit dem Totenkopf drauf? Das ist sehr potentes Gift, Effendi. Das kann man zum Beispiel gegen die Blattläuse im Garten verwenden oder aber auch, um eine ganze Rattenplage auf einer Mülldeponie auszumerzen. Wäre es möglich, dass ich davon was bekomme? Aber natürlich, Effendi. 2 Pfund. Aber ich habe leider gar keine Pfund. Oh, Effendi, willst du mich arm machen? Ich habe 5 Kinder durchzubringen. Das kannst du mir doch nicht antun. Was hast du denn im Angebot? Schau dich um, Effendi. Und falls dir etwas gefällt, gib Bescheid. Was hast du in diesem Bündel drinnen? Was ist denn dieses Bündel da, das so stark riecht? Ah, Effendi, das ist Lavendel. Duftet wundervoll und man kann es auch noch gegen Motten verwenden. Kann ich davon vielleicht was haben? Aber gerne doch, Effendi. 1 Pfund. Pfund habe ich leider keine. Oh, Effendi, was tust du mir an? Ich habe 7 hungrige Mäuler zu Hause. Letztes Mal haben wir 7. Und noch die meiner Frau und die ihrer Schwestern. Zuerst sind es 5 waren, jetzt sind es schon 7. Was hast du denn im Angebot? Schau dich um, Effendi, und falls dir etwas gefällt, gib Bescheid. Was sind die Knollen da? Was sind denn diese Knollen da, die so streng riechen? Das ist ganz, ganz frischer Knoblauch. Oh, schmeckt gut und hält die Mücken fern. Dürfte ich davon vielleicht was bekommen? Aber gerne doch, Effendi. 1,5 Pfund. Leider habe ich keine Pfund. Ah, Effendi, das kannst du mir doch nicht antun. 12 Kinder! Du hast 12 Kinder satt bekommen und obendrauf noch die ganze gierige Verwandtschaft meiner Frau. Was hast du denn im Angebot? Schau dich um, Effendi. Es ist gleich die ganze Stadt. Gefällt, gib Bescheid. Was sind denn das für Flaschen da? Das ist ein echtes Wundermittel. Koffeinshampoo. Hilft gegen Haarausfall und bringt selbst bei absolut glatter Platte wieder eine volle Haarpracht zurück. Ich glaube, das brauche ich nicht. Man weiß nie, wofür man sowas brauchen kann. Könnte ich davon vielleicht noch eine Flasche haben? Aber klar doch. 3 Pfund. Pfund habe ich leider keine. Effendi, was machst du hier mit mir? Das geht doch nicht. Ich habe 16 Kinder durchzubringen. 16 Kinder? Und ihres Bruders. Was hast du denn im Angebot? Schau dich um, Effendi. Und falls dir etwas gefällt, gib Bescheid. Diese Liste da, was ist das denn? Das ist meine Kundenliste. Da führe ich ganz genau Buch, wer bei mir etwas gekauft hat, wer schon bezahlt hat und wer noch nicht. Darf ich mir deine Kundenliste mal ausleihen? Auf gar keinen Fall. Das ist strengstes Betriebsgeheimnis. Diskretion ist in diesem Job einfach alles. Naja, 16 Kinder. Mal. Bis bald, Effendi. 16 Kinder. Das da hinten muss diese Stadt Heaven's Hope sein. Ja, gehen wir mal rein. Was ist das? Hallo, Mann auf Stelzen. Ich bin Talorel. Joffrey, der Lampenanzünder. Was machst du hier eigentlich? Was machst du hier eigentlich? Und warum läufst du auf diesen langen Stangen herum? Ich bin der Lampenanzünder von Heaven's Hope. Ich gehe jeden Abend auf und ab und zünde die Kerzen an, wenn es dämmert. Und wenn der Wind sie aufbläst, dann zünde ich sie wieder an. Und die Stelzen trage ich natürlich, damit ich an die Laternen drankomme. Hast du vielleicht eine Flamme für mich? Hast du vielleicht eine Flamme für mich? Eine Flamme? Joffrey hat Streichhölzer. Die flammen ganz gut. Hier, du kannst die Schachtel behalten.
Bingo. Ich geh dann noch. Mal. Oh, echt netter Kerl. Ist eine Kurbel. Ob man damit irgendwas hochkurbeln kann? Ein alter Brunnen. Scheint ziemlich tief zu sein. Ein alter Eimer aus Holz. Das sind die Laternen, die Geoffrey anzündet. Das sind die Laternen, die Geoffrey anzündet. Das ist das eigentlich. Den einer von euch? Ist das nicht Abdiel? Hat irgendwie eine andere Nase. Was ist das? Ein kleines Kind. Was ist das? Oh je, noch mehr von diesem brennenden Zeug. Oh, ich glaube, das ist ein Scheiterhaufen. Nicht gut. Was macht man denn mit einem Scheiterhaufen? Ich glaube, das willst du nicht wissen. Ich will es aber nicht wissen. Ja, das Labor eines echten Erfinders. Das sieht doch schon mal ganz vielversprechend bezüglich Fliegen aus. Ob das, was dieser Typ baut, allerdings wirklich funktioniert, ist vermutlich eine andere Frage. Das dürfte wirklich ein Wissenschaftler sein. Eine Flasche. Das Etikett kann ich leider nicht entziffern, aber der Totenkopf ist ziemlich eindeutig. Ja, das ist der. Was haben wir da eigentlich? Einen Automaten? Das war nix. Ein seltsamer Apparat. Kaktus. Ein großer grüner Kaktus. Ja. Dann machen wir mal weiter. Okay. Tschüss, Papa. Ciao, Dilau. Tschüssi.